Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Matthäus 4, Vers 16, da heißt es, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Dieses Licht vertreibt die Finsternis und dieses Licht ist auch bei dir und erhellt auch dein Inneres. Ja, Hoffnung um 12, wir wollen dich heute ermutigen mit Licht. Ich habe das Thema heute, der Stern, der in den Stall leitet. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Der Stern, der in den Stall leitet. Stell dir vor, du suchst den König und landest im Stall. Das ist aber die Weihnachtsgeschichte. Die haben den König gesucht und sind im Stall bei einem Kind gelandet, bei Jesus. Ja, Gott hat Jesus für dich gesandt in den irdischen Mist, um die Menschen da rauszureißen, um die Menschen da rauszuholen. Er hat ihn wirklich auf die Ebene eines Menschen geschickt und die Ebene war bei der Geburt im Stall. Und das ist so wunderbar. Gott hat Jesus nicht irgendwo über uns schwebend geschickt und ihr macht alles falsch, sondern er kam wirklich in den Stall, dort wo der Mist ist. Und Jesus, suche Jesus nicht in der Kirche als eine Weihnachtsgeschichte. Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit und so viele gehen traditionell in die Kirche. Suche nicht Jesus in der Weihnachtsgeschichte in der Kirche, sondern suche Jesus wirklich für dich. Für dich. Du kannst in der Kirche erfahren, wo es gibt und wie es funktioniert, aber du brauchst ihn persönlich. Du brauchst Jesus persönlich. Du findest ihn in deinem Stall, in deinem Mist, dort, wo deine Probleme sind, dort, wo du nicht weiterkommst. Dort findest du Jesus, wenn du ihn suchst. Er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Ich sage dir, gerade in dieser Zeit, suche Jesus. Wenn du in Not bist, wenn du nichts mehr weiter weißt, suche Jesus. Er ist die herrliche Weihnachtsgeschichte. Er ist lebendig. Er ist für dich da. Danke, Herr, dass du für uns gekommen bist. In den ganzen Mist unserer Welt und den eigenen Mist, den wir getan haben. Und danke, Herr, dass du uns da rausholen möchtest. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du für uns da bist. Danke. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen aus der Schweiz hat uns erreicht. Liebe Freunde vom Missionswerk, ich bin sehr dankbar für eine Gebetsunterstützung. Seit einigen Wochen leide ich an starken Beinschmerzen und das Gehen macht mir sehr Mühe. Die Ärzte im Spital finden im Moment keine Ursache und recherchieren weiter. Es ist alles sehr speziell. Seit heute Morgen leide ich an einem Gehörverlust und darf heute Nachmittag bereits beim Ohrenarzt zur Konsultation antreten. Ich bin mit dem Missionswerk seit 1997 verbunden und freue mich, wenn der Missionsbus bald wieder in die Schweiz kommen kann. Vielen Dank. Ja, und da freuen wir uns auch. Und wir möchten gerne beten für diese Frau. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst und dass du sie berührst, dass du ihre Ohren kennst, ihren Hörverlust, dass du ihre Beinschmerzen kennst, dass du sie durch und durch kennst und ich danke dir, dass du sie auch durch und durch berührst. Danke, dass dein Heilungsstrom fließt durch den ganzen Leib von Kopf bis Fuß und ich danke dir, dass sie wieder wunderbar gehen kann. Danke, Jesus, dass du diese Schmerzen wegnimmst, dass sie entmachtet sind durch das Blut Jesu. Und ich danke dir für vollkommene Heilung für diese Frau. Danke, Jesus, dass die Ohren wieder vollständig funktionieren und dass kein Schmerz mehr in diesem Leib Bestand hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet. Sie schreibt Folgendes. Gebet für mich mit der Bitte um Heilung und Wiederherstellung. Ich habe einen Zwerchfellbruch und der Magen ist ganz in den Brustraum gerutscht. Ich kann manchmal nichts mehr essen und muss mich übergeben. Dann bekomme ich starke Schmerzen im Brustkorb und der Blutdruck steigt auf 220 zu 120.
Ich leide unter Parkinson und bin in einer schlechten körperlichen Verfassung. Eine OP würde ich nicht überleben. Jesus, du kennst diese Frau, die so schwach ist und so leidet. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du dieses Zwerchfell wieder ganz machst in deine göttliche Ordnung, dass dieser Bruch wieder zusammenheilt, dass dieses Zwerchfell wieder ganz wird und dass der Magen an der richtigen Stelle bleibt. Danke, Jesus, du hast sie geschaffen und du kannst es auch wieder dahin rücken, wo es hingehört. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du einfach das wiederherstellst, was der Feind geraubt hat. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Parkinson wirklich heilst und vollkommen in Ordnung bringst. Danke, dass alle Nebenwirkungen auch weggehen und dass du wirklich da eine vollkommene Heilung schenkst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf an. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns ihr Gebetsanliegen per E-Mail. Sie schreibt: Liebe Isolde und Daniel Müller, ich bitte um Gebet um Heilung meiner jahrelangen starken Schmerzen im Darm und auch meiner Depressionen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und bei Gott alle Dinge möglich sind. Ich möchte mich auch gerne herzlichst bedanken für Ihre ermutigenden Predigten. Ja, das ist immer gut, wenn man weiß, dass der Erlöser lebt. Er ist auch der Erlöser von Krankheiten. Dafür wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Herr, dass du dieser Frau begegnest, Herr. Diesen Schmerzen im Darm begegnest. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Und wenn es schon lange ist und chronisch ist, Herr, für dich ist nichts unmöglich. Ich danke dir dafür, Herr, dass auch diese Depressionen verschwinden. Herr, dass sie wirklich dich als Erlöser auch erkennt und, Herr, deine Größe erkennt, deine Macht erkennt, deine Dimension erkennt. Herr, ich danke dir dafür, denn du bist größer denn jegliche Depression. Ich danke dir. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns sein Gebetsanliegen für seine Frau. Liebes Team, ich bitte um Gebet für meine liebe Frau. Sie hat eine vergrößerte Schilddrüse mit größerem Knoten und steht am Anfang nächsten Jahres zur Operation an, in dieser schwierigen Zeit. Bitte helft mir beim Beten, dass sich dieser Knoten wieder zurückbildet. Wir schaffen das Beten nicht mehr alleine. Vielen lieben Dank. Ja, genau. Dafür sind wir auch da, dass wir mithelfen zu beten, was wir jetzt gerne tun. Ich möchte auch jeden, der zuschaut, dazu einladen, auch für diese Frau zu beten. Es ist wieder Segen für dich, der auf dich zurückfällt. Ich danke dir dafür, Herr, Herr, dass wir jetzt gemeinsam, Herr, für diese Frau beten dürfen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Knoten, Herr, Herr, danke, Herr, von der Schilddrüse, dass das verschwindet, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, Herr, danke, Herr, dass du für dich das nicht, dass es für dich möglich ist. Und bei dir gibt es kein Unmöglich. Und ich danke dir dafür, dass du Großes tust, Herr. Danke, Herr, dass wir von dieser Heilung erfahren dürfen. Amen. Amen. Gott antwortet. So hat es auch diese Frau erlebt. Sie schreibt: Ich bat Gott um ein Zeichen, ob ich nach Berlin ziehen soll. Dort leben meine Kinder. Kurz darauf bekam ich Post vom Missionswerk. In diesem Brief wurde ein Wort von Jesus zitiert, das mich ansprach. Darin heißt es: Ich soll endlich losgehen. Er wird die Türen öffnen. So hat Gott in meinem Leben gewirkt. Das ist doch wunderbar, wenn Gott uns ein Zeichen gibt. Und so deutlich. Und aus der Schweiz schreibt uns eine Frau: Ganz herzlichen Dank für eure Gebete für meine Ohren. Ich war beim Arzt. Gott hat mich geheilt, 100%ig. Er war sehr zufrieden und ich brauche erst in einem Jahr wieder zur Kontrolle. Wie schön. Und eine Frau wurde von Schmerzen befreit. Sie schreibt ganz kurz und bündig: Gott hat bei mir die Schmerzen im Knie berührt. Darüber bin ich sehr froh. Ja, das glaube ich auch, wenn man wieder gut laufen kann.
Und ein Mann aus der Schweiz schreibt uns Folgendes. Am 27.03.2021 haben wir um Gebet für eine Schwangerschaft gebeten. Jetzt haben wir erfahren, im vierten Monat schwanger. Die Freude ist groß. Auch sind meine Herzrhythmusstörungen viel weniger geworden. Ich habe kaum noch Beschwerden. Wir sind so dankbar. Jesus ist wunderbar. Er tut Wunder. Wir danken euch von ganzem Herzen für eure Gebete. Und das ist wirklich so. Gott tut Wunder. Gott stärkt und erneuert auch schwache Nerven, wie diese Frau schreibt. Ich habe euch um Gebet für die Erneuerung meiner geschwächten Nerven gebeten. Halleluja, meine Nerven sind wieder in Gottes Ordnung. Der Herr ist so gütig. Ja, und auf vielfältige Weise greift Gott ein. Ja, was für ein Wunder. Die Nerven sind wieder in Ordnung. Ich glaube, das ist das, was viele, viele brauchen und sagen jetzt auch, oh ja, das wäre auch was für mich. Und ich sage dir, es ist was für dich. Es ist möglich. Hast auch du was erlebt? Nicht nur mit deinen Nerven, sondern irgendwas anderes mit Gott? Lass es uns wissen. Es würde uns freuen. Ja, finde Jesus gerade in deiner Situation, vielleicht in deinem Mist, vielleicht in deinem Stall, finde Jesus. Er will mit dir gehen, er will dir helfen, er will dich lieben, er möchte bei dir wohnen und das ist wunderbar. Du musst nicht im Stall wohnen, du musst nicht im Stall wohnen, er führt da raus. Lass ihn dich rausführen aus all deinem Mist. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Ja, ich habe anfangs gesagt, dass ich diese Predigt am Sonntag gehalten habe, wie der Stern in den Stall leitet. Wenn du diese Predigt nochmal hören möchtest, kannst du auf Kirche vor Ort gehen, auf unserer Webseite. Da kannst du dir die ganze Predigt anhören. Es ist was für dich. Ich glaube, es ist was aus deinem Leben. Schau es einfach an und werde gesegnet. Es hat uns gefreut, dass du dabei warst und wir wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.